Hallo! Na, wie geht's euch? Hey, alles cool? Habt ihr Spaß? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, so. Aber seid ihr in Partylaune? Seid ihr gut drauf? Ihr seid richtig gut drauf? Ja. Die Köpfe nicken, die Korken knallen da hinten, Kondome platzen. Sehr gut. Ich find's super interessant eigentlich, dass du anhand von Emojis erkennen kannst, was für ein Chat-Typ du bist. Und ich verstehe nicht bei Emojis, warum gibt's denn da eigentlich so viele? So, wisst ihr, was ich meine? Warum gibt es da so viele? Könnt ihr mir erklären, was das hier sein soll? Raucht der eine Shisha? Hat der Tollwut? Oder war der Netflix and Chill-Abend so richtig gut? Oder hier, guck mal. Von dem hier gibt es 5 verschiedene Versionen. Für die Leute, die es nicht sehen, der streckt die Zunge raus. Es gibt 5 verschiedene Versionen davon. Mich macht der super aggressiv, dieser Smiley. Das ist so, hello, bitch. So. Ich würde das gern einfach verbannen und den gar nicht mehr verwenden, weil ich mir denke so, ey, guck mal, Vin Diesel, stell dir mal ganz kurz vor, ich komme zu dir. Oh, ich muss das länger halten, Entschuldigung. Stell dir mal vor, ich komme zu dir und möchte so flirten und ich bin so, hey, na, wie geht's denn so? Findest du es sexy? Er sagt ja. Okay. Oder wann ist der hier relevant geworden? Da saß letztens eine im Publikum, die hat gesagt, ich verwende den, wenn ich so kurz davor bin, auszurasten. Eine andere hat gesagt, naja, also wenn ich meinen Ex beschreiben muss, dann nehme ich den her. Tut mir leid für dich, aber okay. So. Nein, es gibt Menschen, ich habe das vor allem bei Männern beobachtet, die beantworten immer nur die letzte Frage. Wisst ihr? So, ich stelle ganz normal 4 Fragen. Schatz, wo bist du? Schatz, wann kommst du nach Hause? Schatz, kennst du die Frau, die hier angerufen hat und gefragt hat, ob der geile Hengst da ist? So, wenn nicht. Schatz, hast du Hundefutter gekauft? Zählen kann ich auch nicht. So. So, Schatz, hast du Hundefutter gekauft? Und was kommt von ihm? Ja! Was ja! Und dann schreibt er noch in ganzer Ruhe, in voller Ruhe so, sorry Schatz, ich hab's nicht richtig gelesen. Ich stehe gerade bei Fressen auf Hundefutter kaufen. Daumen-Emoji. Will der geile Hengst auch noch was? 4 Fragen, ich wollte doch nur ein bisschen Aufmerksamkeit. Aha. Also dieser Vollidiot ist mittlerweile auch mein Ex-Freund und ich glaube, der steht immer noch bei Fressnapf. So, Hunde gehören dahin, wo sie hin sollen. So, was mir nämlich auch aufgefallen ist, wenn man bei WhatsApp eine Nachricht löscht, dann steht da, diese Nachricht wurde gelöscht. Warum? Wieso? Wer von den Herstellern dachte ernsthaft so, ja, das finde ich eine richtig gute Idee, dass der andere wissen soll, dass er etwas nicht wissen darf. Ja! Danke, mein Name ist Alina Kani. Stopp, noch nicht wegschalten. Hier kommt ihr noch zu weiteren lustigen Videos. Abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr die ganze Folge von Comedy Clash sehen wollt, hier kommt ihr zur ARD-Mediathek.